Erneut herzlich willkommen zu unserem Brustkrebs Deutschland e.V. Roundtable vom ASCO 2022, dem großen Krebskongress, der in Chicago vor Ort stattfand, sodass wir alle jetzt hier sind. Und wir sind alle geimpft, wir sind getestet und können daher hier so beieinander sitzen. Ich stelle Ihnen die Referenten oder die Spezialisten vor. Aus Ihrer Sicht ganz links Professor Wolfgang Janni, der Direktor der Universitätsfrauenklinik Ulm. Neben mir Frau Professor Habeck, die Leiterin des Brustzentrums der Universität München, der LMU München. Auf der anderen Seite neben mir Professor Michael Unch, der Chefarzt der Frauenklinik im Helios Klinikum Berlin-Buch. Und neben Professor Unch ist Professor Christoph Thompson, der Direktor der Universitätsfrauenklinik in Halle an der Saale. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt, hier nochmal den ASCO für Brustkrebs Deutschland e.V. zu diskutieren. Wir werden in einer knappen Stunde, vielleicht auch etwas weniger, den Kongress für Sie zusammenfassen. Wir fangen jetzt an mit frühem Brustkrebs. Und da würde ich gleich Nadja, Frau Professor Habeck fragen. Es gab ein Poster, was denn zu Therapieabbrüchen beim frühen Brustkrebs bei der Behandlung mit dem CDK4/6-Inhibitor abemaciclib führt, was die Faktoren sind. Was wurde da gezeigt? Ja, ich denke, das war eine sehr praxisrelevante Auswertung aus der Monarch-E-Studie. Abemaciclib ist ja heute zugelassen bei erhöhtem risikohormonempfindlichem HER2-negativen Brustkrebs, 2 Jahre mit der Antihormontherapie zusammengegeben, gleich nach der Operation und Bestrahlung angefangen. Und wenn Patienten befallene Lymphknoten haben und Zusatzrisikofaktoren, gerade wenn es wenig befallene Lymphknoten sind, großen Tumor, schlechtes Grading und sowas. Und wir wissen aus der Monarch-E-Studie, dass etwa 20% der Patienten aufhören mit der Therapie, davon ein Großteil wegen Nebenwirkungen. Und wir haben jetzt da geschaut in dieser Analyse, was sind denn so Faktoren, welche Frauen hören denn vorzeitig auf? Und man hat gesehen, sind vor allem ältere Patientinnen und vor allem da die über 65, dann Patientinnen, die mehrere Nebenerkrankungen haben, was wahrscheinlich dann Verträglichkeitsprobleme auch mit sich bringt, und Patienten, die nur wenig befallene Lymphknoten haben, also vielleicht wo das Risikobewusstsein nicht ganz so da ist, dass Rückfälle entstehen können, oder man dann sagt, naja, aufgrund der schlechten Verträglichkeit, mein Nutzen, mein absoluter ist nicht so groß, höre ich vielleicht früher auf. Und ich glaube, dass wir diese Daten nehmen können, um einfach Patienten in diesen Gruppen, die vielleicht eher dazu neigen, aufzuhören mit der Therapie, einfach besser zu beraten, vielleicht nochmal zu schauen, was kann man machen, um die Nebenwirkungen, wenn welche auftreten, auch zu beherrschen. Und ich glaube, dafür sind die Daten gut, und so werden wir das im Alltag auch umsetzen. Meine Erfahrung ist, dass die Patienten sehr wohl bereit sind, nochmal über so eine zusätzliche Therapie mit dem CDK4/6-Inhibitor nachzudenken, wenn ein hohes Rückfallrisiko besteht. Und ich glaube, man muss einfach gucken, dass man am Anfang, gerade wenn so Durchfälle oder sowas auftreten, das gut in den Griff bekommt. Vielen Dank. Wer macht jetzt den Whelan? Professor Thompson. Professor Thompson. Christoph, Professor Thompson, es wurde auch gezeigt, wie mit der Lumina-Studie, ja. Ob denn alle Patientinnen eine Strahlentherapie brauchen nach Operation oder nicht. Ja, es war heute Morgen eigentlich eine interessante Sitzung, wo es um die Frage ging, ob man im Rahmen früher Karzinome, und das ist der andere Vortrag, ging um DCS, zusätzlich unbedingt bestrahlen muss oder unbedingt eine endokrine Therapie dazufügen muss. Ich denke, die wichtigere Studie für uns jetzt erstmal die Lumina-Studie, die du erwähnt hattest, wo es um die T1, N0-Tumoren geht, also solche, die kleiner 2 cm sind und keine axillären Lymphnodenbefall haben, Hormonrezeptor positiv, älter als 55 Jahre und aufgrund der Östrogenrezeptor-Expression, Progesteronrezeptor-Expression und der niedrigen Ki-67-Expression von unter 13,25% und HER2-Negativität als
Luminal A, also Hormonrezeptor-Positive mit niedriger Proliferation und somit günstiger Prognose eingestuft wurden. Das ist ja immer eine Diskussion. Wir haben ja auch schon Daten dazu, dass Patienten mit 70 Jahren und Eltern und kleinen Tumoren möglicherweise auf eine Chemotherapie verzichten könnten. Das war jetzt eine große Studie, bei der über 1000 Patienten eben randomisiert wurden mit dieser Fragestellung, nur endokrine Therapie mit Tamoxifen oder Aromatasehemmer über 5 Jahren oder eben zusätzlich Strahlentherapie im Rahmen der brusterhaltenden Behandlung. Und das Ergebnis war, es war keine randomisierte Studie, es war eine prospektive Kohortenstudie und es war vorher festgelegt, dass nicht mehr als 5% Rezidive im Zeitraum von 5 Jahren auftauchen sollten. Das Ergebnis konnte locker erreicht werden. Das obere Konfidenzintervall lag irgendwo bei 3,8% und im Mittel sind 2,3% Rezidive aufgetreten bei dieser Gruppe. Also 2,3% intramammäre Rezidive oder Inbrustrezidive oder lokoregionäre Rezidive, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Das Disease-Free Survival, also die Rate an lokalen Rezidiven, Metastasen und Zweitkarzinom insgesamt belief sich doch nur auf 89,9%, was ich für diese Luminal-A-Low-Risk-Gruppe für relativ gering halte. Ein bisschen kritisch würde ich auch sehen, dass eben 2,3% Rezidivrate ohne Bestrahlung nicht schlecht ist, aber sie liegt halt auch in dem Bereich ungefähr der Rezidivrate, die wir auch bei Tumoren T1, T2 insgesamt sehen als intramammäre Rezidivrate. Also 5% Rezidivrate als obere Grenze, die er ja festgelegt hatte in diesem Design, war für mich eigentlich eher eine relativ hohe, weite Grenze und würde ich für nicht akzeptabel sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit unseren Strahlentherapien schon auch die ein oder andere Diskussion führen müssen, ob man wirklich bei diesen Patienten die Strahlentherapie weglassen kann oder ob wir nicht eben die verkürzten Strahlentherapieformen wie Fast Forward mit 5 strahlentherapeutischen Sitzungen vielleicht als eine gute Alternative dort zur Verfügung hätten, um die Rezidivrate doch noch ein bisschen weiter zu senken. Aber natürlich auch mit der Patientin diskutieren. Ja, natürlich müssen wir das auch mit der Patientin diskutieren, aber ich würde ganz klar sagen, ich denke, dass die Daten jetzt noch nicht so reif sind, dass wir hier bereits eine Empfehlung für Strahlentherapie weglassen herausnehmen können. Das hat ja auch die Kommentatorin klar darauf hingewiesen, lokale Rezidive kommen gerne auch nochmal später. Und wenn das dann von 2,3% auf über 5, 8, 9% ansteigt über die nächsten 10 Jahre, dann ist der Patientin nicht viel gedient. Und ich denke, dieses Wissen müssen wir den Patientin schon auch mit rüberbringen. Wunderbar, vielen Dank. Darf ich mal kurz erwähnen? Ja. Das war aber nicht die Diskussion, das ist so frisch im Kopf, uns raucht ja schon der Kopf, lieber Christoph, ob der Rezeptor-Cut-Off eventuell, dass Sie vielleicht die Rezidive bekommen haben, die von 1-9% Rezeptor-positiv haben, die ja eher von Ihrer Biologie Rezeptor-negativ oder als vielleicht sogar Triple-negativ eingestuft werden können, sondern dass man, wenn man diesen Cut-Off höher gesetzt hätte, dann tatsächlich weniger Rezidive und vielleicht bei denen dann auf die Strahlentherapie verzichtet. Bleibt offen. Bleibt offen, war eine Diskussionsfrage. Man muss ja sehen, die Studie ist, glaube ich, von 2012 oder noch früher an rekrutiert worden. Das bedeutet, dass man dann noch eine relativ alte St. Gallen-Definition für die Luminal A genommen hat. Und das ist ja ein bisschen weit weg von der Definition, die wir heutzutage haben. Okay. Also ist schwer zu übertragen, dann auch diese Studienergebnisse. Also eigentlich wissen wir nicht genau. Ich finde es interessante Daten, dass man da zurückhaltend sein kann mit der Strahlentherapie. Aber wie gesagt, wir haben auch gute Alternativen, die gut verträglich sind. Und wir müssen immer dran denken, selbst bei der 70-jährigen Patientin, die, ja, wenn man sie nicht bestrahlt, bis zu 10% Rezidive nach 10 Jahren hat, diskutieren wir mit Strahlentherapeuten ja auch und natürlich auch den Patienten, ob wir die Strahlentherapie weglassen sollten oder ob nicht diese kurzen Strahlentherapien so gut verträglich sind, dass man den Patienten damit mehr nutzt, als gar nichts zu tun. Ja. Gut. Wolfgang, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wie auch immer wir es genau definieren, bei der älteren Patientin bleiben, brauchen denn da alle Chemotherapie? Ja, der ältere Mensch ist in der Tat sehr relativ, die Definition. Die Definition in der Studie der französischen Kollegen war älter als 70 oder mindestens 70 Jahre alt. Das war eine Studie, die jetzt noch ganz frisch in unserem Kopf ist, aber wo mich sicher die anderen hier ergänzen werden, wenn ich was vergesse. Eine Studie, die von Professor Etienne Brun vorgestellt wurde, basierend auf dem französischen Netzwerk Unicancer, die in einer für mich sehr eindrucksvollen Art und Weise
innerhalb relativ kurzer Zeit 2000 Patientinnen, die eben mindestens 70 Jahre alt waren, für diese Studie begeistern konnten, sogenannte Aster-Studie, die sich an Patientinnen richtete mit eben ab 70 und einem Hormonrezeptor-positiven, hormonempfindlichen frühen Mammakarzinom. Und von diesen etwa 2000 Patientinnen waren knapp unter 1000 dann für die darauf folgende Randomisation Chemotherapie gefolgt von endokriner Therapie oder nur endokriner Therapie nicht geeignet, weil sie ein eher aggressives Karzinom hatten. Das wurde gemessen an einem Genomic Grade. Diese Patientinnen bekamen sozusagen oder konnten nicht randomisiert werden, aber jene Patientinnen mit einem High Genomic Grade wurden dann eben randomisiert angesichts des Alters zwischen einer Chemotherapie gefolgt von antihormoneller Therapie versus nur antihormoneller Therapie. Ganz offensichtlich mit der Frage, ob auch ältere Patientinnen mit einem eher aggressiven Karzinom, nicht weit fortgeschritten, aber biologisch eher aggressiven Karzinom, von einer zusätzlichen Chemotherapie profitieren. Die kurze Antwort ist eher ja. Dieses eher deswegen, weil das gesamte Überleben nicht ganz signifikant verlängert werden konnte in dieser Studie, was aber natürlich in dieser Altersgruppe nochmal statistische Herausforderungen hat. Aber die Tendenz war schon ganz klar, dass bei einem eher aggressiven Tumor der Einsatz einer Chemotherapie auf jeden Fall zu einer Verbesserung des rezidivfreien Überlebens führt und möglicherweise auch zu einer Verbesserung des Gesamtüberlebens. Mir persönlich hat mich diese Studie nochmal daran erinnert, dass ältere Patientinnen nicht automatisch bedeuten sollten, dass wir keine Chemotherapie empfehlen, sondern wir natürlich im Kontext der älteren Patientinnen nochmal multifaktoreller entscheiden, natürlich ganz besonders auf die Komorbidität achten, und da sollten wir, denke ich, alle noch intensiver mit unseren geriatrischen Kollegen zusammenarbeiten, weil die uns natürlich noch besser erklären können, wie belastbar eine Patientin für eine Chemotherapie ist. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass eine Patientin fit genug ist, um es mal allgemein zu sagen, für eine Chemotherapie. Aber diese Patientinnen, die diese Voraussetzung mitbringen, bei einem biologisch aggressiveren Tumor durchaus Kandidatinnen oder Patientinnen sein sollten, wo wir über eine Chemotherapie nachdenken und sie grundsätzlich auch eher empfehlen, wenn die Indikation besteht. Ja, ich fand es ja interessant, dass diese Studie positiv, das Survival war ja der Endpunkt, und zwar fürs Überleben positiv. Den interessanten Punkt, und wir vertreten das ja auch, wenn wir sagen, die ältere Patientin hat das gleiche Recht auf eine gute Therapie wie die jüngere Patientin. Und in der Praxis machen wir ja meistens neoadjuvante Therapien, die dazu führen, dass wir auch am Tumor bereits sehen können, ob die Patientin davon profitiert. Und dann kann man auch eine Therapie unter Umständen modifizieren. Und ich glaube, du hast ganz wichtig darauf hingewiesen, Geriatric Assessment muss zum Standard dazugehören. Das war auch hier im ASCO ein Thema, eine ganze Sitzung darüber, dass man ab 60 aufwärts wirklich mit den entsprechenden Instrumenten dokumentiert, wie gut es der Patientin geht. Ne? Interessant fand ich noch das Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Todesfälle nicht brustkrebsbedingt waren und trotzdem das Ergebnis positiv war, also zugunsten der Chemotherapie. Prima, du hast jetzt schon auf Neoadjuvant verwiesen. Deshalb frage ich Michael. Michael, es gab noch mal Daten zur Keynote 522 mit Pembrolizumab. Genau, also Studie 522 mit dem Immunzell-Checkpoint-Inhibitor bei Patienten mit einem triple-negativen Mammakarzinom, von dem wir wissen, dass es ein hochaggressives Mammakarzinom ist. Und die ist hochrangig publiziert, das hat auch zu einer Zulassung geführt. Also wir sind alle eigentlich jetzt schon mit der Substanz sehr vertraut. Und man kann erstens mal sehen, dass die komplette Remissionsrate bei dieser Substanzkombination, ist ja nicht nur das Pembrolizumab, sondern auch eine adäquate Chemotherapie mit Anthracyclin, Taxan und Platin. Und das on top gegeben, das Pembrolizumab, dass es nicht nur mehr komplette Remissionen macht, sondern auch das rezidivfreie Überleben verbessert. Fürs Gesamtüberleben fehlt noch die Zeit im Follow-up, aber das wird sich sicherlich auch im Gesamtüberleben diese PCR-Rate umsetzen. Diese Analyse wurde erneut gemacht oder wurde jetzt gemacht, um nochmal nachzuschauen, wie ist es mit diesen unterschiedlichen Scores, die man so benutzt, also Residual Cancer Burden, so nennt sich das.
Ich glaube auch, dass man als Laie, schon als Spezialist, damit fast schon überfordert ist mit diesen Resident Cancer Burden. Kurzum, der Lajos Pusztai, ein sehr, sehr bekannter Pathologe, der sich um diesen Score sehr bemüht hat, hat die Daten vorgestellt. Und es fällt natürlich auf, dass bei den Patienten, die Residuokrenzeburden haben von 2, das sind ja die meisten Patientinnen, bei diesen Patientinnen war der größte Effekt der Hinzunahme von Pembrolizumab. Bei denen, die einen Dreier hatten, war es nicht mehr so groß. Es trat dann auch in der Diskussion. Natürlich wurde dann die Frage aufgestellt, ja, brauchen denn alle Patientinnen das Pembrolizumab? Können wir eventuell bei denen, die eine wirklich gute Remission hatten, auf die Kombination mit Chemotherapie plus Pembrolizumab, vielleicht sogar auf das Pembrolizumab verzichten und nur bei den Patientinnen mit einer Non-PCR? Benefit hatten beide Gruppen. Den größten Benefit hatten die Patienten, die natürlich noch großen residualen Tumorrest hatten in der Brust und oder in den Lymphknoten. Das erinnert mich auch an eine Diskussion, die wir jetzt auch hier auf dem ASCO hatten, zum Thema, dass auch die Patientinnen, die nicht befallene Lymphknoten haben, von dieser Pembrolizumab-Therapie einen deutlichen Benefit hatten. Ja, sogar in der Hazard Ratio, also in diesem Risiko, in dieser Risikoreduktion, die Patienten mit den kleinen Tumoren sogar einen so sehr großen Benefit haben. Und ich selber und ich glaube, jeder von uns hat auch Patienten, die sagen, ja, mein Tumor ist jetzt 1,9 Zentimeter gewesen und das Einschlusskriterium war 2 Zentimeter oder Lymphknoten positiv. Da würde ich persönlich sagen, gut, man kann ja den Schallkopf ein bisschen anders halten, dann werden aus 1,9 werden 2 Zentimeter. Ja, so ist die Realität nun mal, weil die Patientinnen haben wirklich einen Benefit davon. Und insofern, das ist nochmal eine Versicherung, dass diese Therapie etwas super Gutes ist für die Patientinnen. Es gibt eine große Studie, deren Ergebnisse noch ausstehen, das ist die SWOG-Studie 8804. Die wird uns genau das zeigen, ob die Patientinnen, die eine nicht komplette Remission hatten, bei denen zunächst mal nur die Chemotherapie gegeben wurde, neoadjuvant, ob denen dann mit einer zusätzlichen adjuvanten Pembrolizumab-Therapie die Prognose verbessert werden kann. Dann werden wir diesen Puzzlestein, der heute hier diskutiert wurde, und das wurde auch sehr kritisch diskutiert, ja, wir können ja eigentlich auf das Pembro verzichten bei den PCR-Patientinnen, das würde ich jetzt noch nicht als gesetzt voraus oder sagen, sondern das bleibt noch offen, aber ich glaube, die Message für unsere Patientin, für die Angehörigen ist, wenn sie ein triple-negatives Mammakarzinom haben, wenn der Tumor größer 2 cm ist oder die Lymphknoten befallen sind, dann sind sie auf jeden Fall Kandidatin für eine solche Behandlung. Weil da geht es mir wirklich darum, dass es auch umgesetzt wird. Weil es bringt wenig, wenn wir auf dem ASCO kluge Sätze sagen und tolle Interviews und dann werden die 1000 PS, die wir hier produzieren, nicht auf dem Boden in Deutschland und anderswo umgesetzt. Und darum geht es mir immer wieder. Wobei wir ja jetzt schon froh sein können, dass es zugelassen ist. So ist es. Also das hat ja eine ganze Weile gedauert, aber und wir haben alle Anträge gestellt und sonstiges, damit die Patientinnen das bekommen konnten. Und es ist jetzt zugelassen. Christoph, du wolltest ja, vielleicht einen kleinen Einwurf noch. Ich meine, die Idee bei den Patienten mit einer pathologischen kompletten Remission, die Therapie aufzuhören, ist nicht ganz schlecht. Man muss einfach mit den Patienten das eigentlich besprechen. Das sind genau 2,5% der Patientinnen, die von der weiteren Pembrolizumab-Therapie unter Umständen profitieren. Das sind nämlich diejenigen, wo wir nochmal eine Reduktion der Metastasierung haben von 5,5% auf oder 5,7% auf 2,2%. Ja. Bei den anderen, und das hat der Lajos Pusztai in der Diskussion ja auch gesagt, die anderen 98% profitieren eben möglicherweise nicht. Aber der Unterschied zwischen der PCR mit Pembro und ohne PCR war ja, ohne Pembro war ja auch nur bei 7%, muss man dann denken. Aber wie immer, Renate, das muss man mit der Patientin besprechen. Ja, genau. Wunderbar, das finde ich ganz toll. Und die andere Frage ist, die ich ganz wesentlich fand, RCB3, also die nicht gut angesprochen haben, haben überhaupt nicht profitiert von dem weiteren Pembro. Was machst du denn? Aber das ist eine Minderheit. Ja, dann müssen auch nur 5% der Patienten gewesen, ne? Aber das ist... Genau. Da werden wir sicherlich noch weitere Studien machen müssen, auch zu Kombinationen. Möglicherweise auch, ein Teil von ihnen war BRCA mutiert, müssen wir noch mal gucken, die Daten fehlen noch, diese Auswertung. Also da ist noch einiges zu tun. Die nicht ansprechen, auf jeden Fall Zusatztherapie. Ne? So, jetzt wollen wir Wolfgang auf der anderen Seite noch mal zu Wort kommen lassen. Ich meine, dass mit der Patientin besprechen, ob man es nach einer PCR mit dem Pembrolizumab weitermachen soll, finde ich nicht ganz ungefährlich. Denn welche Patientin, der wir sagen, okay, sie haben keinen Tumor mehr, wir können jetzt mit dem
Medikament weitermachen oder auch nicht? Welche Patientin sagt dann, ja, ich will es weiterhaben? Die 2% erklären. Ja, schon, ja. Schon. Aber ich glaube, das ist vor allem vor dem Hintergrund, dass wir derzeit ja, und das hat Herr Buster ja nochmal sehr, sehr betont, diese Schlussfolgerung eben nicht ziehen können. Von daher fand ich jetzt die Auswertung ein bisschen vielleicht enttäuschend oder nicht Neues bringend, weil die Frage, die uns seit letztem Jahr beschäftigt, brauchen die Patienten mit einer pathologischen Komplettremission nach der Operation noch das Pembrolizumab, ja oder nein? Die ist auch heute nicht beantwortet. Korrekt. Wie der Professor Unsch andeutete, wird es dazu ja prospektive Daten geben. Und bis es diese Daten gibt, wäre ich sehr zurückhaltend, einer Patientin die Türe zu weit offen zu machen, auf das postoperative Pembro zu. Sehe ich ganz genauso, aber wir müssen ja auch die Nebenwirkungen auch mit erwähnen, die auch in der adjuvanten Phase ja gut quantifiziert sind und gegen die 2,5% Benefit dann aufrechnen. Und das müssen wir der Patientin schon erklären, finde ich. Ein Satz noch dazu, darf ich? Eine, dann ist Nadja dran. Wir haben ja in der Studie, Nadja, mit Peter Schmidt auch die Daten erhoben, Christoph, dass man nachschaut, haben die Patientinnen, die die Therapie neoadjuvant gemacht haben, haben die in der adjuvanten Phase noch zusätzlich irgendwelchen schlimmen Toxizitäten? Und die Antwort lautet nein. Und deswegen glaube ich, ist es schon so, wie Wolfgang das sagt, dann bitte bei der Stange bleiben und nur die Patientin, die sagt, ich bin jetzt wirklich therapiemüdig, kann nicht mehr. Also ich glaube, da haben wir jetzt eine Einigkeit hier, ja, am Tisch. Also ich würde da jetzt auch nicht zu kreative Onkologie betreiben. Wir haben 3 Jahresdaten, das ist noch nicht das endgültige, genau, Urteil über diese Studie. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich diese Substanz in der Regelversorgung einsetzen können. Ich würde so machen, wie es in der Studie war. Und bei Patienten, genau, die es nicht vertragen, muss man eine andere Lösung finden. Und ich möchte noch mal einen Punkt aufgreifen. Ich würde jetzt nicht jeden 1 Zentimeter großen Tumor auf 2 Zentimeter hochmessen, nur damit wir Pembrolizumab geben können. Ich halte das für extrem gefährlich. Und man muss auch sagen, dass die kleinen Tumoren, auch wir haben das ja auch bei den WSG-Studien gezeigt, mit 12 Wochen Chemotherapie eine sehr hohe PCR-Wahrscheinlichkeit haben. Und ich glaube, dass wir hier auch mit so einer Kombinationschemotherapie mit 4 Substanzen vielleicht die ein oder andere Frau auch übertherapieren, abgesehen davon dann auch das Pembrolizumab noch dazu. Also man muss schon wirklich aufpassen, Chemotherapie und Immuntherapie macht Nebenwirkungen, nicht jeder braucht es. Und für die kleinen Tumoren, glaube ich, müssen wir einfach deeskalierte Konzepte fahren. Ob das dann wenig Chemo mit Immuntherapie ist oder keine Immuntherapie oder Immuntherapie bei Non-PCR, das müssen die nächsten Studien zeigen. Aber ich würde jetzt auch nicht traurig sein, wenn der Tumor so klein ist, dass man keine Immuntherapie braucht. Das ist ja ein gutes Zeichen und die PCR-Wahrscheinlichkeit ist auch sehr, sehr hoch. Super. Nadja, vielleicht noch abschließend jetzt zum frühen Brustkrebs, weil wir haben auch noch einiges beim metastasierten Brustkrebs. Du hast ja die WSG gerade erwähnt, die Studiengruppe, und innerhalb der ADAPT-Studie habt ihr geschaut, ob, oder der Oleg Glutz hat es hier auch gezeigt, dass wie gut das die Übereinstimmung ist zwischen einer lokalen Testung und einer zentralen Testung. Was ist dabei rausgekommen? Ja, also wir haben uns vor allem um die ganz klassischen Faktoren Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor und HER2-Rezeptorstatus gekümmert. In der ADAPT-Studie, es waren ja 80 Zentren in Deutschland, fast 5000 Patientinnen, und wir haben von den Patientinnen, wir haben den lokalen Wert für diese Immunhistochemie, wir haben den zentralen Wert in Hannover oder wenn man so will, einfach nochmal eine Zweitbegutachtung. Und wir haben dann natürlich auch noch den HER2-Status vor und nach dieser kurzzeitigen endokrinen Therapie. Fangen wir mit den Hormonrezeptoren an. Gute Nachricht, Konkordanz ist exzellent zwischen 2 Pathologien in Deutschland. Da braucht man keine Sorge haben. Wir haben ja in Deutschland auch eine sehr, sehr gute Qualitätssicherung in der Pathologie mit diesen Ringversuchen. Über 90% Konkordanz, was Östrogen-Progesteronrezeptor angeht. Es gibt ja dann auch noch die Gruppe dieser niedrig-Östrogen-Rezeptor-positiven Tumoren, so 1-9%, wurde heute Morgen auch noch mal diskutiert, wo ja viele dazu übergehen, dass sie sagen, wenn dann die restliche Biologie auch übereinstimmt, dass das eher wie triple-negative Karzinome auch zu behandeln ist. Und da haben wir gesehen, das macht vor allem dann Sinn, wenn in der Zweitbestimmung, nehmen wir mal an, in der Stanz und dann vielleicht nochmal im OP-Präparat beides mal so ein niedriger Wert rauskommt und dann auch die Proliferation der Tumoren hoch ist. Wir hatten über 40% geschaut und dann korreliert das auch sehr
alle diese Fälle hatten auch einen hohen Recurrence Score. Also das scheint eine sehr, sehr aggressive Biologie zu sein. Deswegen bei ER 1 bis 9 vielleicht nochmal den Wert wiederholen im OP-Präparat, um da ganz sicher zu gehen und dann zu schauen, wie ist das Ki-67. Was die HER2-Bestimmung angeht, ist ja auch interessant, kommen wir gleich noch drauf. In der Metastasierung ist ja diese HER2-negative Gruppe jetzt nochmal wichtig zu unterscheiden. Ist so ein bisschen HER2 auf der Zelloberfläche 1+, 2+, und die Zusatzuntersuchung nach den Genen dann negativ, also ISH negativ. Da haben wir gesehen, wir haben ja drei Zeitpunkte gehabt, Biopsie, dann diese 3 Wochen Antihormontherapie, dann im OP-Präparat und dann nochmal die Zentralpatho. Und da waren über 90% der Fälle in einer dieser drei Untersuchungen HER2-low. Das zeigt, dass dieser Status eigentlich noch nicht gut definiert ist, dass die Pathologien da oft zwischen 0 und 1 plus wahrscheinlich sich auch ein bisschen schwer tun in der Einschätzung. Und weil das jetzt eben therapierelevant ist, und das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das auch beim frühen Mammakarzinom therapierelevant ist, glaube ich, sind diese Daten aus der Regelversorgung in Deutschland extrem wichtig. Und die meisten Patienten werden sicherlich dann auch Kandidatinnen sein für zum Beispiel Trastuzumab deruxtecan, wenn es dann auch beim frühen Mammakarzinom eingesetzt werden kann. Ja, vielen Dank. Damit schließen wir jetzt mal das Thema frühen Brustkrebs ab in dieser Runde, weil wir haben so wahnsinnig viel zum Metastasierten und wir haben vor allem das absolute Highlight, das werden wir am Ende besprechen, was hier auf dem ASCO mit Standing Ovations gefeiert wurde, also weil es so sensationelle Daten waren, dass also alle ja, echt begeistert waren. Und wir müssen natürlich auch noch drüber reden, was wir mit den Daten jetzt anfangen werden. Zuerst aber, wir haben noch mal auch zur antihormonellen Therapie gab es verschiedene Vorträge. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer hatte die Maintain übernommen? Christoph. Ja, in der metastasierten Situation würde man ja in der ersten Linie, wenn der Patient eine hormonrezeptor-positive Erkrankung haben, klassischerweise eine endokrine Therapie beginnen und heutzutage mit einem sogenannten CDK4/6-Inhibitor verstärken, also entweder Palbociclib, Ribociclib oder Abemaciclib. Dadurch können wir sehr lange progressionsfreie Zeiten heutzutage erreichen. Also viele Patienten sind über 2 oder 3 Jahre stabil mit dieser Medikation, die auch im Allgemeinen gut vertragen wird. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie soll es weitergehen? Früher war es ja so üblich, dass man dann die endokrinen Therapien sequenziell eingesetzt hat und nach der ersten endokrinen Therapie bei Progression der Erkrankung nochmal eine zweite oder dritte endokrine Therapie eingesetzt hat. Man konnte durch dieses Verfahren die Chemotherapie sehr weit hinten anschieben. Das ist heutzutage etwas schwieriger. Vor allen Dingen besteht natürlich die Frage, ob wir dann für die zweite endokrine Therapie den CDK4/6-Inhibitor eigentlich belassen können oder ob wir dann völlig umsetzen müssen auf ein anderes Therapiekonzept. Und zu dieser Fragestellung gab es eine kleine Studie, Maintain hieß diese Studie, die eben darauf hinweisen soll, dass man den CDK4/6-Inhibitor belässt. In dem Fall hat man dann den CDK4/6-Inhibitor umgesetzt auf Ribociclib, aber eben weiterhin CDK4/6-Inhibition und zusätzlich den endokrinen Therapiepartner, den man dann geändert hat, also Exemestan oder Fulvestrant. Sehr schöne Daten haben gezeigt, es funktioniert irgendwie. Die Studie hatte leider einige Schwächen. Die Hauptschwäche, darüber haben wir lange schon diskutiert zusammen, war einfach, dass der Kontrollarm mit nur Fulvestrant respektive nur Exemestan einfach ein viel zu schwacher Kontrollarm ist, als dass man nun hier wirklich einen endgültigen Schluss ziehen kann. Also für mich das Fazit: Das, was wir früher immer gemutmaßt haben, man könnte vielleicht den CDK4/6-Inhibitor behalten und die endokrine Therapie, den endokrinen Partner wechseln, würde durch diese Studie vielleicht eher verstärkt werden. Aber stärkere Daten haben wir halt nicht dazu. Wir können es jetzt nicht als allgemeine Regel aufstellen. Nun kommen ja künftig vielleicht noch ganz neue endokrine Partner dazu. Vielleicht ist das dann auch, das werden wir noch. Da werden vielleicht noch Studien kommen, die zeigen. Ich denke, darüber muss noch ein bisschen Wellen auf dem Michigansee und ein bisschen Wasser die Saale hinunterfließen, bevor wir da soweit sind. Es gibt natürlich für die oralen SERDs, also Fulvestrant-ähnliche Substanzen, schon ganz gute und interessante Daten. Aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon sozusagen in dieser Form als den neuen Standard darstellen. Nein, um Gottes Willen. Ich sage ja, da werden bestimmt Studien kommen, die dann schauen werden, ob da auch noch ein entsprechendes ansprechend ist oder sogar früher eingesetzt. Gut,
Vielen also Dank. Also dann möchte ich vielleicht einpflichten, dann ist es wahrscheinlich noch wichtiger, dass man sich dann wieder im Detail über die Tumorbiologie Gedanken macht. Darüber war ja relativ viel berichtet worden über ESR1-Mutationen, also Mutationen im Östrogenrezeptorbereich oder in der Signalkaskade, die was mit diesem PIK3CA oder PI3K, also Phosphoinositol-3-Kinase, also eine Signalkaskade, die zwischen den zellmembranständigen Rezeptoren die Proliferation praktisch im Zellkern regelt. Da gibt es inzwischen so viele Einzelsubstanzen, die in Abhängigkeit von den einzelnen Mutationen der Zellen eingesetzt werden, sodass ich glaube, dass das derzeit auch vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, an dem wir dann denken müssen. Ja, ich glaube, da tut sich sowieso momentan noch so viel. Also es bleibt spannend. Wir haben jetzt, es gab die TROPiCS-02-Studie, wo beim Hormonrezeptor positiven Brustkrebs geschaut wurde, dieser Antibody-Drug-Conjugate, Sacituzumab Govitecan gegen die Therapie nach Wahl des Arztes oder Entscheidung des Arztes. Was ist denn dabei rausgekommen? Wer ist gefragt? Mach du. Also Sacituzumab Govitecan ist ein Antikörper-Drug-Konjugat und ich würde dieses ASCO aus meiner persönlichen Sicht das ASCO der ADCs nennen, Antikörper-Drug-Konjugate. Ja. Wir sind ja alle Gynäkologen, wir waren auch in den gynäkologisch-onkologischen Sitzungen, auch bei den gynäkologischen Karzinomen, Eierstockkrebs, Zervixkarzinom, ist der Antikörper-Drug-Konjugat in allen Studien nicht mehr wegzudenken. Und hier bei Mammakarzinom, wir werden ja noch zum Highlight kommen mit dem einen Antikörper-Drug-Konjugat. Also was ist es? Es ist ein monoklonaler Antikörper, der an die Tumorzelle bindet, dran gebunden mit so einem Linker, das ist ein sogenanntes Payload, also mehrere Moleküle einer, nenne es mal, giftige Substanz, dieses Govitecan. Und Payload heißt auf Deutsch Fracht. Fracht, ja, eine Fracht. Sehr gut. Also eine giftige Fracht. Aber die wird erst in der Zelle, die wird in die Zelle reingebracht und in der Zelle freigelassen. So, das ist das Therapieprinzip. Die Substanz ist ja in Deutschland zugelassen, ja, für die Patienten mit einem triple-negativen Mammakarzinom mit mehreren Vorbehandlungen. Also eine echte, wirklich Evolution auf dem Gebiet. Und jetzt hat man festgestellt, ja, könnte das auch wirksam sein bei den hormonrezeptor-positiven Patientinnen. Und dem hat sich diese Studie gewidmet, denn dieses TROP2 ist auf vielen Tumorzellen vorhanden, nicht nur auf den Triple-Negativen. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, das Therapieprinzip, es hat gewirkt. Das waren ja vielfach auch vorbehandelte Patientinnen, auch CDK4/6 vorbehandelte Patientinnen. Und insofern ist es für mich und für uns alle auch eine beruhigende Nachricht, denn wir setzen ja das Medikament Sacituzumab Govitecan post-neoadjuvant bei Patientinnen entweder mit einem triple-negativen Mammakarzinom oder hormonrezeptor-positiv, die nach einer adäquaten neoadjuvanten Therapie in der Saskia-Studie bekommen haben und dann eben randomisiert werden und in dem einen Arm bekommen die Patientinnen eben das Sacituzumab Govitecan auch bei hormonrezeptor-positiven Tumor. Also ich habe immer wieder Anfragen von Patienten, die sagen, naja, beim triple-negativen Mammakarzinom wirkt es ja. Wie ist es denn beim Hormonrezeptor-positiv? Das ist die Nachricht, mit der ich jetzt nach Hause gehe und sage, ja, auch bei den Hormonrezeptor-positiven wirkt das. Also für mich eine positive Studie, kleine, noch nicht practice-changing, würde ich sagen, aber durchaus, es vergrößert unser sogenanntes Armamentarium. Nadja, du wolltest was dazu sagen? Ja, also ich sehe das genauso. Ich halte die Daten für sehr wichtig. Es wurde hier so ein bisschen zurückhaltend diskutiert. Wahrscheinlich waren alle auch von Trastuzumab deruxtecan so begeistert waren, dass sie sagten, anderthalb Monate im PFS ist nicht so viel. Die TROPiCS-2 war ja in einem sehr vorbehandelten Patientenkollektiv. Die hatten alle Taxan, alle CDK4/6, alle noch eine endokrine Linie, 2 bis 4 Chemolinien der Metastasierung. Da ist es ganz, ganz schwierig, überhaupt noch ein Ansprechen zu zeigen. Und ich glaube,
dass es ganz wichtig ist. Und ich finde auch praxisrelevant ist es jetzt schon für unsere Patienten. Wir haben ja einige Patienten, wo die Tumorbiologie sich wechselt während der Metastasierung und wir gar nicht so genau wissen, welcher Klon ist es denn, der jetzt diese Lebermetastasen treibt. Wir können ja auch nicht ständig Biopsien machen und da bin ich dann sehr beruhigt, wenn ich dann Saxituzumab einsetze, weiß ich, auch wenn die Tumorbiologie vielleicht in der einen oder anderen Metastase doch noch ein bisschen rezeptorpositiver ist, wirkt es trotzdem. Also da würde ich jetzt schon sagen, hat es eine unmittelbare klinische Konsequenz, diese Daten. Und ansonsten muss man auf die formale Zulassungserweiterung warten. Aber ich denke, das sind wichtige Daten. Und ich würde diesen kleinen Effekt jetzt nicht unterbewerten, einfach weil es ein sehr vorbehandeltes Kollektiv war. War ja auch ein Survival-Effekt da, ne? Also ein Over-Survival-Effekt. Nein, noch nicht. War noch nicht da. Noch nicht, nein. Gut, vielen Dank. Jetzt würde ich ganz kurz noch, bevor wir dann wirklich zu dem Highlight kommen aus Zeitgründen, weil wir haben auch viele Einzelinterviews gemacht, wo Sie also auch zu vielen Daten noch was hören können. Nadja, wenn du vielleicht noch kurz zur PALOMA-2-Studie mit Palbociclib, dem CDK4/6-Inhibitor, wurde jetzt gezeigt, ob es einen Überlebensvorteil gab oder nicht. Was wurde da gezeigt und wie interpretierst du das? Ja, also es gibt ja 3 CDK4/6-Inhibitoren und jeder hat so eine Erstlinienstudie, also quasi als erste Therapie in der Metastasierung und die PALOMA-2-Studie war mit 666 Patienten keine so arg große Studie und die Daten waren ein bisschen enttäuschend, so wurden sie auch diskutiert. Wir haben keinen Überlebensvorteil in der Erstlinie mit Palbociclib plus Aromatasehemmer versus dem Aromatasehemmer allein gesehen. Das mediane Gesamtüberleben unterscheidet sich nur unwesentlich, ich glaube 2-3 Monate zugunsten von Palbociclib, aber das ist statistisch nicht signifikant. Studie war eine positive Studie, den primären Endpunkt hatte sie erreicht und wurde hier lange diskutiert, warum jetzt wir diesen Effekt, der ja im Verschieben des Fortschreitens der Erkrankung deutlich sichtbar war, eben nicht im Gesamtüberleben sehen. Dazu muss man vielleicht sagen, die PALOMA-2-Studie ist die älteste dieser Studien, das heißt, sie hat das längste Follow-up, median 90 Monate, das ist eine wahnsinnig lange Nachbeobachtungszeit in der Metastasierung und zeigt auch, wie diese Substanzen unser Handeln verändert haben und für die Patienten ja auch eine verbesserte Gesamtsituation herstellen. Dann hat sie einen hohen Anteil an Frauen, die nicht so gut auf eine Antihormontherapie angesprochen haben, etwa ein Viertel hat einen endokrinresistenten Tumor mit in diese Studie gebracht und es scheint sich zu bestätigen, dass gerade das Palbociclib vor allem gut wirkt, wenn der Tumor wirklich hormonempfindlich ist, endokrinsensitiv ist. Und da wurden dann noch so Untergruppenanalysen gemacht, kann man natürlich sagen, man hat so lange gesucht, bis man was gefunden hat, aber ich halte das schon für sehr reell, weil das auch den Daten aus der zweiten Therapielinie entspricht, dass einfach Tumoren, die hochendokrin empfindlich sind, also zum Beispiel langen Verlauf in der adjuvanten Situation hatten und dann irgendwann mal metastasiert sind, die sprechen sehr gut aufs Palbociclib an Tumoren, die sehr schnell wiederkommen während der adjuvanten Therapie. Die sind wahrscheinlich mit Palbociclib in der Erstlinie nicht optimal versorgt von den 3 zur Verfügung stehenden CDK4/6-Inhibitoren. Es gibt noch eine weitere Studie mit dem Abemaciclib, die ist noch nicht vorgestellt in der Therapielinie, die Studie mit dem Ribociclib, aber ein anderes Patientenkollektiv ein bisschen hat hier einen Overall Survival Benefit gezeigt. Vielleicht muss man auch noch zusammenfassend sagen, es wurden dann auch beide Palbociclib-Studien nochmal zusammen untersucht und man sieht dann bei den endokrin empfindlichen Tumoren schon Überlebenszeiten im Median von 60 Monaten, die auch dem von Ribociclib entsprechen. Also für alle Patientinnen, die jetzt unter Palbociclib in der ersten Therapielinie sind, würde ich sagen, es ist nach wie vor eine gute Substanz und wenn sie gerade bei Ihnen auch schon länger gegeben gut wirkt, gibt es überhaupt keinen Grund, aufgrund dieser Daten irgendwas zu ändern. Für Neueinstellung in der ersten Therapielinie würde ich vielleicht Palbociclib eher für die Tumoren vorsehen, die wirklich nachweislich endokrin empfindlich sind. Und natürlich muss man auch die Einstellung auf den ein oder anderen CDK4/6-Inhibitor vom Nebenwirkungsprofil abhängig machen. Und das Palbociclib ist eine Substanz, die eigentlich sehr, sehr gut handhabbar ist, wo man wenig Zusatzuntersuchungen braucht. Also ich glaube, der Alltag wird es entscheiden. Und es ist eine wirksame Substanz, aber in der Studie den Überlebensvorteil
Vorteil hat es nicht gezeigt. Vielleicht auch, weil es die älteste dieser Substanzen ist und einfach schon deutlich mehr Patienten im Kontrollarm auch gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr nachbeobachtet werden. Das hat sicherlich die Studienergebnisse auch ein bisschen beeinflusst. Also ich glaube, das, was du zuletzt gesagt hast, war der entscheidende Punkt. Denn eigentlich haben wir eine Art Klasseneffekt. Alle haben die gleichen Ergebnisse in der Progressionsfreiheit gehabt, ja, auf die zweite Kommastelle hin genau. Aber im Survival haben wir jetzt plötzlich dieses Problem. Und das ist ja ein Klassiker. Wir kennen das ja von den Aromatasehämmern oder auch von Trastuzumab, wo eben dann im Rahmen der Studie die Patienten gesagt haben, okay, jetzt haben wir die ersten Ergebnisse gesehen, jetzt wollen wir auch die richtige Substanz haben und kein Placebo mehr. Und das hat sowohl bei den adjuvanten Anti-HER2-Studien als auch bei den adjuvanten Aromatasehämmer-Studien dazu geführt, dass es ganz schwer war, einen Überlebensvorteil herauszuarbeiten. Und wir haben bei dieser Studie gerade im Kontrollarm, du hast ja gerade darauf hingewiesen, ich glaube 23% der Patientinnen gehabt, die dann praktisch die Studie abgebrochen haben und geswitcht sind. Und in dem Verum-Arm waren es, glaube ich, sogar nur 11%. Also es ist ein ganz klarer Unterschied. Und meines Erachtens ist die Studie leider ein bisschen schlecht ausgewertet worden, auch diesbezüglich. Also es gibt statistische Methoden, mit denen man das sehr schön hätte darstellen können. Und dann hätte man auch sehr klar hier das Konzept auch belegen können. Das ist ein bisschen schade drum. Aber sonst, denke ich, hast du das ja sehr schön zusammengefasst, wann eine gute Indikation für die Substanz besteht. Also ich muss sagen, was mir zum Beispiel total ins Auge gesprungen ist, dass 12,5% der Patientinnen, die in der Studie mit dem Palbociclib behandelt wurden, nach 7,5 Jahren immer noch auf Therapie sind. Eben, ne? Und das muss ich sagen, ist ja schon, also die haben bis zu dem Zeitpunkt keinen Rückfall gehabt, sondern konnten weiter draufbleiben. Und das finde ich nach der langen Zeit schon mit einer, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur endokrinen oder antihormonellen Therapie schon erstaunlich. Genau. Also ich denke auch, ich bin noch ein bisschen vorbelastet, weil ich bin Teil der Studiengruppe und bin auch Co-Autorin auf dem Poster. Deswegen denke ich, muss man schon auch kritisch sagen, es ist einfach formal nicht erreicht. Aber ich sehe das schon genauso und ich glaube, das ist doch ein Luxusproblem, was wir jetzt haben, dass wir in der Metastasierung zum ersten Mal Studien haben, wo Patienten auch nach so vielen Jahren noch unter Therapie sind und zum anderen, wo sie dann auch nach 5, 6, 7 Jahren sagen, ich möchte jetzt nicht mehr nachbeobachtet werden, ich habe andere Therapien, mir geht's gut. Und ich glaube, dass diese Dinge natürlich bei der Auswertung so einer Studie nach fast 10 Jahren, möchte man sagen, eine Rolle spielen, das ist, glaube ich, ganz verständlich. Gut, wollen wir zum Highlight überwechseln? Dosisreduktion. Magst du das? Ja, das macht. Dann macht Michael, dann macht ja, das. Ja, Lieblingsthema, ich weiß es nicht. Okay, machen wir jetzt erstmal kurz. Es gab zur Dosisreduktion, die ja, sagen wir mal, immer wieder vorkommt beim CDK4/6-Inhibitor bei der Therapie aufgrund von Nebenwirkungen. Da wurden Daten gezeigt von der MONALEESA-2-Studie. Michael, was wurde da gezeigt? Kurz zusammengefasst, das Thema Dosisreduktion beschäftigt uns ja in der Onkologie seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Ich erinnere nur an die ursprünglichen Daten, Christoph, du weißt noch, Nadja, Wolfgang, CMF-Dosisreduktion, wenn man unter 85% geht, verliert es Effektivität und so weiter. Das sind so die Klassiker. Die ASCO hat sich auch das Komitee auf die Fahnen geschrieben, Aktivitäten, guckt bitte nach den Dosen und welche Effektivität erreichen wir damit. Und deswegen war diese Auswertung so wichtig. Die Erstautorin heißt Held oder Hein. Also wie gesagt, mir raucht der Kopf jetzt nach mehreren Tagen. Aber es geht um die Sache. Festgestellt wurde, dass in den MONALEESA-Studien mehrere, wurden die Daten zusammen ausgewertet, dass bis zu 60% Dosisreduktionen durchgeführt wurden. Punkt 1, die Patientinnen danach eine super gute Lebensqualität hatten, darum geht's ja. Und B, die Effektivität nicht verloren gegangen ist. Jetzt möchte ich aber nicht Tür und Tor öffnen hier, so nach dem Motto, wie hast du es genannt, Nadja? Individuelle Onkologie oder wie? Kreative Onkologie. Ich liebe diesen Begriff, den werde ich mir sofort dich zitieren mit dem Begriff. Also keine kreative Onkologie, sondern eine patientinorientierte. Aber das ist für mich oder für uns alle sozusagen eine Versicherung, eine Absicherung. Ja, man kann auch mit einer reduzierten Dosis weitermachen. Und das Ribociclib. Wenn Nebenwirkungen auftreten. So, sehr wichtiger Hinweis. Und Ribociclib wird jetzt wurde in der Natalie-Studie, die dritte adjuvante Studie, deren Ergebnisse noch nicht vorgestellt wurden, aber ich bin im Exekutivkomitee. Wolfgang, ich glaube, wir beide sogar, oder? So, okay. Also kurzum, ist wurscht.
Hauptsache, wir wissen noch, in welchen Komitees wir drin sitzen. Und diese Daten, oder in dieser Studie wird das Ribociclib in einer reduzierten Dosis mit 400 eingesetzt, adjuvant, um es noch besser den Patientinnen nahezubringen, weil in der Pallas-Studie das Palbociclib leider Gottes viel zu häufig reduziert werden musste. Ein Satz noch zu einem Post, zu einer Präsentation hier von Herrn Pfeiler aus Österreich. Pallas-Studie ausgewertet nach Body-Mass-Index. Man hatte sich gedacht, naja, wenn sich das Palbociclib nach Body-Mass-Index in einem, sage ich mal, größeren Körper zu sehr verteilt, dann kann die Dosis zu niedrig sein und dann ist die Effektivität nicht vorhanden. Dem war nicht so. Also man hat trotzdem auch in der Pallas-Studie dann keinen Effekt oder keinen positiven Effekt gesehen, wenn die Dosis adäquat war. Aber darum geht es mir nicht, sondern das, was Frau Professor Habeck vorhin gesagt hat, zum Thema der Dosisreduktion von Abemaciclib in der Monarch-Studie, das ist jetzt sozusagen auch nochmal ein Thema in der Metastasierten gewesen, also kein Verlust der Effektivität. Und für die adjuvante Situation ganz wichtig, dass wir wissen, welche Abemaciclib-Nebenwirkungen auftreten können. Das sind ja die Durchfälle, das sind ja die hauptsächlichen. Und für das Ribociclib, wie gesagt, wenn man in der metastasierten Situation reduziert, bei Nebenwirkungen, dann kann man immer noch gut weiter therapieren und du siehst viele, viele Jahre. Also das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt und das ist jetzt auch nochmal eine Absicherung, wenn wir zurückgehen, dass wir damit keine Effektivität verlieren. Also ich denke, Michael, du hast es sehr schön dargestellt mit der therapeutischen Breite, die wir haben und ich denke, das ist auch eine ganz nette Antwort auf die patientenorientierte Debatte von letzten ASCO, wo es ja sehr diskutiert wurde von Patientenseite. Brauchen wir eigentlich immer die maximale Dosis oder die Dosis, die aus den Studien sich entwickelt hat oder geht auch eine minimal wirksame Dosis? Und ich denke, solche Daten sind deswegen extrem wichtig, dass man dem Patienten gegenüber sagen kann, in dem einen oder anderen Falle können wir eben auch mal reduzieren. Ja, da ging es ja wirklich ganz intensiv mit einer Umfrage darum, ob es immer die maximal in Anführungsstrich tolerierbare Dosierung, was auch immer das heißen mag, ne? Das ist ja doch auch sehr unterschiedlich, oder ob auch die minimal wirksame reichen würde. Fand ich einen hervorragenden Ansatz. Ja, also insofern, aber wir merken ja in den letzten Jahren, dass es sowieso mehr in diese Richtung geht, dass man also nicht alles den Patientinnen gibt, was es gibt, sondern genauer schaut und dann auch eben entsprechend. Aber wir können es nicht aus dem Bauch heraus machen. Nein, die therapeutische Breite muss bewiesen werden und hier ist sie eben sehr schön bewiesen worden, dass sie besteht. Genau, wenn Nebenwirkungen auftreten. Ja. Ich denke, das ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt wechseln wir zu dem Highlight dieses Kongresses. Es geht um die Substanz Trastuzumab deruxtecan, die bisher beim HER2 dreifach positiven oder nachgetestet positiven Brustkrebs eingesetzt wurde und da auch schon erstaunliche Daten hatten in der metastasierten Situation und auch zugelassen ist und auch schon gezeigt hat, dass sie gegenüber dem bisherigen Standard mit dem T-DM1 um einiges besser war und deshalb auch in der Therapielinie Plätze getauscht worden sind. Aber jetzt gab es die Ergebnisse von der Destiny Breast 04 Studie, wo Frau Professor Habeck auch Kuratorin ist. Deshalb übergebe ich ihr zuerst das Wort zu erklären, wonach wurde geschaut. Ja, also vielen Dank, dass ich da anfangen darf. Das war ja so ein Gänsehautmoment mit Standing Ovations, habe ich beim HER2-negativen Mammakarzinom noch nicht erlebt. Zum ersten Mal 2005, als Trastuzumab eingeführt wurde, dann nochmal ein kleinerer Standing Ovations bei der Kleopatra-Studie, aber jetzt eben wirklich, die Daten wurden sehr, sehr gut aufgenommen und ich musste mir schon in den letzten Wochen immer sehr, war ich sehr verschwiegen, weil ich kannte die ja schon länger und zwar, dass man da nichts sagen darf, ist ja doch immer ein bisschen schwierig manchmal. Nein, also es geht darum, dieses TDXD, was ja ein Antikörper ist, gegen HER2 mit so einem Rucksack, mit einer Chemotherapie dran quasi, wurde eingesetzt bei HER2-Low-Mammakarzinom, das heißt ein bisschen HER2-Rezeptor auf der Zelloberfläche 1+ oder 2+, aber ist negativ.
Und hauptsächlich waren das Tumoren, die waren hormonempfindlich, 480 und glaube 60 Stück waren triple negativ, also Hormonrezeptor negativ. Und es wurde verglichen gegen das, was der Arzt sich ausgesucht hätte aus den Standardoptionen, also einer einfachen Chemotherapie, eine Substanz. Und die Daten waren ganz überzeugend und verändern sofort unser Handeln, würde ich sagen. Das ist ein Vorteil im progressionsfreien Überleben im Median von etwa 5 Monaten, quasi verdoppelt durch das TDXD, das Trastuzumab deruxtecan, und auch das Gesamtüberleben Median um ein halbes Jahr verlängert, Hazard Ratio 0,6, also auch wirklich ganz, ganz deutliche Daten, die zeigen, dass das wirksamer ist als eine Chemotherapie und damit, denke ich, eine Substanz, die in Deutschland auch verfügbar ist. Das hat sofort Sinn für die Praxis. Es läuft in Deutschland auch noch eine Studie, Destiny Breast 06, wo das in der Erstlinie schon ausprobiert werden kann. Jetzt waren das ja Patienten, die hatten schon 1 oder 2 Chemotherapien bekommen. Da wird sicher bald eine Zulassungserweiterung geben, aber die Studie Destiny Breast 06 versucht das auch in der Erstlinie schon zu etablieren. Und da kann ich nur aufrufen, wenn eine Chemotherapie zum Beispiel nach CDK4/6-Inhibitor-Behandlung notwendig ist, fragen Sie Ihren Arzt einfach, wo so ein Destiny Breast 06 Zentrum in Deutschland ist. Da lohnt es sich auch mal vielleicht, den Behandler für so eine Studie zu wechseln und dann natürlich wieder zum alten Behandler im Anschluss zurückzukommen. Wir hatten das, was schade ist, bin ja die einzige deutsche Co-Autorin auf dem Paper, ist ja auch zeitgleich im New England Journal publiziert worden. Wir hatten die Studie in Deutschland mit viel Arbeit aufgesetzt, aber dadurch, dass dieser Test zu diesem HER2-Low noch etabliert wurde, war das nicht nur eine Arzneimittelstudie, sondern auch eine Medizinproduktstudie. Und bis das aussortiert wurde, war die Studie international voll rekrutiert. Da sind wir an unseren eigenen Behörden gescheitert, muss ich sagen. Schade für die Patienten, aber umso mehr jetzt wichtig Destiny Breast 06. Und für die ein oder andere Patientin, die schon viele Chemotherapien hatte bei der HER2 niedrig exprimierenden Erkrankung, da vielleicht auch dann, dass man mit den Krankenkassen spricht, aufgrund dieser Daten mit der New England Publikation einen Off-Label-Use-Antrag zu stellen. Ja, jetzt würde ich einfach mal euch noch so, oder vielleicht fange ich mit Wolfgang an. Wolfgang, was machst du mit den Daten am Montag? Also ich bin auf jeden Fall mal beeindruckt. Die Habeck ist sehr weit gegangen, sagt, ab Montag oder ab jetzt Mittwoch sollten wir das im Standard einsetzen. Kann ich nachvollziehen, finde ich aber schon relativ weitgehend. Wir haben ja schon einen, mit dem Wort Paradigmenwechsel vorsichtig sein, aber es ist schon, ich glaube, der Grund, warum alle so beeindruckt waren, ist, dass es nochmal ein komplett neuer Schritt ist. Nicht nur eine Substanz, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, an der Destiny Breast 03, die besser ist als bisherige Substanzen, sondern eine Substanz, die wo ganz anders hilft, wie eben wir bislang dachten. Eine zielgerichtete Substanz, wo das Ziel gar nicht da ist, sage ich jetzt mal überspitzt falsch. Das Ziel ist natürlich da, aber nicht in der Ausprägung, wie wir es bislang definiert haben. Denn die Definition einer HER2-positiven Erkrankung war bislang eben eine, die entweder auf der In-Situ-Hybridisierung oder einer ganz starken Überexpression des Rezeptors basierte. Und da lernen wir gerade neu, dass zumindest bei diesem Konjugat offensichtlich ein bisschen, sage ich mal, HER2 schon ausreicht. Und das ist natürlich eindrucksvoll, damit ein ganz komplett neuer Schritt. Ich bin noch nicht ganz fertig, ehrlich gesagt, beim Sortieren für mich selber, bei welchen Patientinnen ich das jetzt nun tatsächlich als Standard zukünftig ansehe. Das wird sicher die ganz intensive Diskussion der nächsten Monate sein. Aber ganz ohne Zweifel, dass das natürlich zu einer Zulassungserweiterung führen wird und wir zukünftig bei vielen dieser Patienten mit HER2-Low, dass es neue Therapie einsetzen werden, daran habe ich gar keinen Zweifel. Michael. Also, Wolfgang, ja, ich kann das sehr gut verstehen. Ich würde woanders anfangen, um die Einsortierung zu machen und vielleicht dann der Christoph so zur klinischen Umsetzung. Erstens mal, ich habe die Bioingenieure, die diese Substanz im Labor entwickelt haben, von Daiichi, persönlich kennengelernt, Tüftler, sage ich mal, denen gehört dieser Standing Ovation, denen, weil die haben das entwickelt. Und die Substanz hat eigentlich schon aus den Kinderschuhen
bis hinein in die Adoleszenz, sie ist dabei, erwachsen zu werden, eine klare Anamnese gezeigt. Das, was schon im Labor gezeigt wurde und in den ersten Phase 1 Studien, dieser sogenannte Bystander-Effekt, das hat sich genauso, Nadja und Wolfgang und Christoph, jetzt auch in der Klinik bei den Patientinnen gezeigt mit diesem HER2-Low. Erstens, wir müssen Hausaufgaben machen, lieber Wolfgang, und da hast du genau den Punkt gemacht, nämlich unsere Pathologen. Nadja, du hast ja gesagt, wie gut Qualitätssicherung in Deutschland ist, super, aber wir müssen jetzt Hausaufgaben machen, weil bisher musste ja die Pathologen der Pathologen sagen, es ist positiv oder negativ. Positiv hat die Patientin eine Anti-HER2-Substanz bekommen, negativ hat sie keine bekommen. Die Welt ändert sich ab jetzt, weil man muss dieses HER2-Low klassifizieren. Übrigens in der Destiny 6 werden auch die Patienten mit Ultra-Low randomisiert oder behandelt. Da werden wir auch die Ergebnisse sehen. Und last but not least... Ganz ja, kurz, was ist Ultra-Low? Ja, null, bei denen man aber noch ein bisschen HER2-Signal gefunden hat. Noch Signal sieht, so ähnlich. Ja, aber wie gesagt, da müssen die Pathologen ins Boot. Es waren auch Pathologen hier vor Ort. Das war der Josef Rüschow aus Deutschland, aus Mailand, wer heißt der nochmal? Giuseppe Viale und so weiter. Die haben sich hier getroffen, weil wir müssen jetzt in die Hausaufgaben gehen, wir müssen die Pathologin, Pathologen ins Boot nehmen, diese Qualitätssicherung machen. Es macht für die Pathologie, das ist mal ganz wichtig zu sagen, mehr Aufwand, dieses HER2-Low zu klassifizieren. Das ist dann nicht mehr so einfach. Heißt also, da müssen auch die Kassen ins Boot kommen und sagen, hier entsteht mehr Arbeit, da muss auch mehr Vergütung kommen. So. Und die Substanz ist super gut und die Substanz werden wir sicher einsetzen, ob das jetzt der Mittwoch schon ist oder die kommenden Monate. Natürlich hoffen wir, dass wir eine schnelle oder hoffentlich bald schnelle Zulassung bekommen. Sie hat ja eine Zulassung in einer anderen Indikation. Das heißt, im Einzelfall würde ich sogar für meine Patientinnen als auch bei der Krankenkasse entsprechend den Kriterien der Studie auch beantragen. Das würde ich so machen, weil wir haben eine Indikation in einer anderen Indikation, die Substanz ist ja zugelassen und es kann das Überleben verlängern. Also das ist nicht mehr trivial, dass man sagt, warten wir doch mal ab. Also mein Fazit ist, ja, es ist ein Highlight und die Reise muss aber weitergehen. Es entsteht jetzt viel Arbeit für uns und last but not least zwei Dinge noch. Destiny 6 hast du erwähnt, Destiny 05 läuft in Deutschland, eine postneoadjuvante Studie, wo das TDXD mit dem TDM1 verglichen wird, ganz wichtig. Ganz wichtige, gute Studie. Also bitte alle Therapeuten, auch die Patientinnen, weisen ihren Arzt darauf hin, wenn sie eine entsprechende Patientin sind, dann eben nach dieser Studie fragen. Der Destiny 05 und es gibt noch eine metastasierte Studie in Deutschland, bei denen sowohl was sie mit Hirnmetastasen wie auch ohne behandelt werden. Das ist die Destiny 12 Studie. Also das ist ein ganzes Paket an Arbeit, mit dem wir jetzt zurückkehren nach Deutschland. So, ich bin begeistert, muss ich sagen. Die Begeisterung kann ich teilen. Ich war ja auch in zwei Sälen und in zwei Sälen, ich denke bestimmt 8000 Leute mit Standing Ovation. Das war natürlich wirklich eindrucksvoll, diese Daten. Für mich ist vielleicht, dass wir noch wieder ein bisschen umdenken müssen. Also auch für unsere Patienten, um mal klar zu machen, wir haben ja bisher immer so in Gruppen gedacht, HER2 positiv, HER2 negativ und so weiter. Und wir wissen eben doch eigentlich, dass es mehr eine quantitative Veränderung. Biologie ist eben nicht schwarz und weiß, sondern wir haben eben Zellen mit, sagen wir mal, 100 Molekülen auf der Oberfläche, andere Zellen mit 1000, 10.000 oder 100.000 Zellen und dadurch ist eben diese semiquantitative Graduierung zwischen HER2 1 plus, 2 plus und 3 plus zu erklären und mit dieser Substanz müssen wir da eben umdenken und müssen dran eben auch verstehen, dass auch eine geringe Expression von diesem HER2, also wenn nur 1000 Moleküle statt 100.000 Moleküle auf der Zelle zu finden sind, diese Substanz dann eben schon hervorragend wirkt. Und sie steht ja auch in einer guten Kontinuität. Das TDM1 ist ja auch eine hervorragende Substanz, ja praktisch die Protosubstanz, bei der eben versucht wurde, mit einem Antikörper, entsprechend mit einer sehr giftigen Fracht beladen, genau die Zellen zu treffen, die es treffen soll. Man hat sich halt bei dem TDM1 nicht getraut, so viele Fracht drauf zu laden. Ist da etwas vorsichtig vorgegangen, weil dieses Maytansin schon auch eine sehr, sehr effektive Chemotherapie ist. Bei dem Trastuzumab deruxtecan, da ist man ein bisschen in die Vollen gegangen. Die haben ja sehr viel mehr Moleküle pro Antikörper, was zur Zelle gebracht wird. Und denke, das ist ein Teil der Erklärung, warum das auch so hervorragend wirkt, auch bei denen mit wenig HER2-Expression. Was die klinische Seite betrifft, denke ich,
Also vielleicht könnte das auch, was die Diskussion mit den Pathologen betrifft, möglicherweise dahingehen, dass wir plötzlich wieder anfangen, quantitative Tests bei der H2-Expression zu machen und nicht mehr semiquantitative Immundysglykämie. Was die klinische Seite betrifft, würde ich momentan, also wenn ich es am Mittwoch oder Donnerstag denke, ich glaube morgen haben wir Tumorboard, da würde ich momentan mich streng an die Vorgaben der Studie halten. Das heißt, man muss wissen, dass in diese Studien sind Patienten eingebracht worden, die mindestens eine Chemotherapie in der Metastasierung gesehen haben und die auch mindestens in der dritten Linie waren. Das heißt, die haben dann also im Mittel zwei endokrine Schritte gesehen und eine Chemotherapie oder einen endokrinen Schritt und zwei Chemotherapien. Und daran würde ich mich halten. Also und ein Teil von ihnen mit CDK4/6-Inhibitoren und ein großer Teil sowieso, behandelt worden. Ja. Also ich würde unbedingt mich an die Vorgaben der Studie halten. Das heißt, die Patienten müssen mindestens eine palliative Chemotherapie gesehen haben. Was ich interessant finde, es waren ja, Nadja Habeck hat ja darauf hingewiesen, ein paar wenige auch Triple-Negative dabei und da war der Effekt genauso zu sehen. Also ist auch für die Triple-Negative Patienten in Zukunft eine Option. Verdopplung des Überlebens, ja. Verdopplung. Also Triple-Negativ stimmt ja dann auch nicht mehr so ganz. Ne? Ja, her to low, ja nicht schwarz-weiß, sondern ja, ich sag wir, müssen, also, wir müssen das Farbfernsehen. Das Triple-Negativ genau. Müssen wir auch neu überdenken. Genau. Wir müssen jetzt doch für die Biologie in My Mama Custom das Farbfernsehen einführen. Es kann ja nur auch sein, dass Patientinnen auf euch zukommen und sagen, mit Sicherheit, bin ich denn HER2-Low und sollte ich nicht die Therapie bekommen? Mhm. Also wie werdet ihr denn damit umgehen? Ganz einfach, ich habe einen guten Pathologen. Nein, also man muss mit den Patientinnen reden, man muss auch darüber nachdenken, dass wir ihr eine Substanz geben, die sich eher einer Chemotherapie ähnelt als einer Antikörpertherapie, die hat auch Nebenwirkungen. Mhm. Was die Übelkeit betrifft, ist es nicht ganz unbeträchtlich und das muss man mit dem Patienten schon besprechen. Und es gibt im Einzelfall ja auch Lungentoxizität, die auch lebensgefährlich sein kann. Also ich denke, diese Dinge muss man mit dem Patienten besprechen und dementsprechend Vorsorge betreiben. Und ich glaube, das ist zurzeit noch eine sehr, sehr individuelle Diskussion. Sehr gut. Aber der HER2-Low-Status, auch wenn es noch nicht so im Pathobefund drin steht, steht ja schon trotzdem im Pathobefund drin. Das ist nämlich alles, wo 1 plus draufsteht, 2 plus, ich, sei es Fisch oder Zisch, negativ ist. Das, genau. Und man sollte einfach drauf bestehen. Und ich sehe immer wieder Pathologiebefunde, wo das noch nicht der Fall ist, dass diese Klassifikation, die wir jetzt schon haben, auch so da ist. Und dann kann man ja selber auch sehen, hat der Tumor überhaupt zwei Rezeptoren oder hat er sie nicht. Und dann ist, wie gesagt, was Professor Thomsen, Professor Unich gesagt haben, ja auch wichtig, habe ich schon die richtige Vorbehandlung gehabt. Die Studie war bei Patienten, die auch schon Chemotherapie gesehen hatten in der Metastasierung. Und wie gesagt, wir haben eine Studie in Deutschland für Patienten, die noch keine Chemotherapie gesehen haben, Destiny Breast 06. Und da gibt es auch flächendeckend in Deutschland Zentren. Also wenn man da Interesse hat, kann man sich da auch erkundigen. Und gut, dass wir uns Assistenten erzogen haben, dass sie auf dem Arztbrief immer 1 plus oder 2 plus oder 3 plus sind. Genau, weil also zur Erklärung vielleicht manchmal steht nur H2 positiv oder H2 negativ. Das reicht dann nicht. Dann ne? Verlangen, dass das genauer bestimmt wird oder Ihnen aufgeschrieben wird. So, vielen herzlichen Dank. Es war schön, euch alle wieder in Person zu sehen, dass wir uns alle austauschen konnten. Ich wünsche euch eine gute Heimreise. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und hoffe, dass wir Ihnen eine Zusammenfassung bringen konnten, die Ihnen viele neue Informationen gebracht haben. Bis zum nächsten Roundtable. Vielen herzlichen Dank. Danke an den Thomas Färber hinter der Kamera. Ja, genau. Unser Kameramann, der das Ganze für Sie aufgenommen hat. Und es wird diesen Live-Roundtable in spätestens 2 Tagen auch online auf YouTube bei Brustkrebs Deutschland e.V. geben. Guten Flug. Vielen Dank.